3. Jetzt wird's ernst. Es heißt alles oder nichts hier beim ersten Rennen der diesjährigen Formel-1-Weltmeisterschaft. Heute wird auf dem 5,4 Kilometer langen und wunderschönen Bahrain International Circuit mit seinen insgesamt 15 Kurven gefahren. Die Kurven 1 und 4 sollten ein paar Überholmöglichkeiten bieten. Immer wieder ein Knackpunkt ist allerdings die Zufahrt zu Kurve 10. Hier haben wir in den letzten Jahren oft blockierte linke Vorderreifen und den ein oder anderen Bremsplatten gesehen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Wir haben Carlos Sainz auf der Pole und daneben steht Sergio Perez. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, die schwarze Mamba, George Russell und Norris, Ocon, Bottas, die Oldtimerin und Kevin Magnussen. Die Oldtimerin, ehrlich Albon, jetzt. Vettel, Nicolas Latifi und Ricardo. Jetzt nicht so geil, die Oldtimerin. Nick Schumacher, Stroll, Max Verstappen und Fernando Alonso. Leclerc und Yuki Tsunoda. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter. Also weiß ich jetzt deutlich besser, beide schon Punkt. Eine neue Saison, ein neuer Anfang und alles ist möglich. Neben mir sitzt Stefan Römer, um mit mir den Start eines neuen Jahres in der Formel 1 zu kommentieren. Es ist schön, wieder zurück zu sein. Hoffen wir auf ein gutes Rennen. Wir wissen noch nicht, wie gut die Teams im Vergleich zueinander sind, aber hoffentlich will sich heute niemand verstecken. Wir wollen sehen, wie diese Fahrer bis zur Zielgeraden an ihre Grenzen gehen. Einfach nur aus, ne? Nicht sowas von aus. Ja, schau mal, welche Reifen die alle sind. Oh oh! Neustart. Da bin ich überrascht, dass du so langsam bist, Max. Bist du raus? Nein, ich hab mich nur gedreht. Boah, wie schlecht weggekommen bist. Ja, Fahrt. Krach, okay, auf Fahrt gehst du? Ja, auf Fahrt gehst du. Dann trägt man vom Frühschaden. Ich hab gewartet, vielleicht kommt noch was. Wichser. Ja. Ist ja eine Saloppbahn, ne? Wie du auch reingezogen bist dann hin, beim ersten. Ja, ich konnte nichts machen. Wo soll ich denn hin? So, wo soll ich sonst hin? Ich musste so reinziehen. Ja. Es ging nicht anders. Ging nicht. Mehr bremsen konnte ich auch nicht. Als 100%. War einfach zu spät. Ich finde, wieso innen zu starten ist scheiße, da ist außen besser. Ich starte außen. Jetzt ziehst du aber nach innen. Into the end.
Hast du gehört, Max? Was habe ich gehört? Worauf fährt der Schalke ruft über rote Ampeln? Wenn er rote Ampeln fährt, keine Ahnung. Weil er ein paar Punkte sammeln möchte. Weiß ich jetzt nicht so. Ob ich es so lustig finde. Schalke wird immer witzig. Es sind nur Das ist noch ja einfach wenige nicht. Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Im Rest der Startaufstellung eine neue Saison, ein neues. Eine neue Saison. Bevor zu starten, macht nicht so wirklich Sinn. Nee, das macht gar keinen Sinn. Hab gerade kurz überlegt. Aber das macht gar keinen Sinn. Aber ich weiß nicht, wie die Reifen frisst. Wenn ich wüsste, eine Erfahrung, wie ich hier, ob ich ein paar Runden länger fahren kann als die 8 oder so. 7 Runden, sagt er bei mir. Oder soll ich in Box fahren? Oh Gott. Das war Noch ein schlechter Start. schlechter. Ah, Peres hat auch keinen guten Start. Machst du denn da mal? Du bist ja noch mehr reingekracht als ich. Hat geleckt. Bei mir nicht. Du bist ja so übelst reingekracht. Ungebremst. Wenn's geleckt hat, geleckt, Max. Schauen wir mal neu. Die Seitenkästen haben was abgekriegt. Behalte ich hätte, den Motor ich hätte, Ach, sag bloß, Seitenkasten sind im Arsch. Komisch, aber auch wenn man von hinten mit 180 reinknallt, ey. Ins andere Autoball und dann um mich dreht. Ja, war stabil, Mann. Max, fährst du nächste Woche auf Nürburgring-Nordschleife? Will ich nächste Woche auf Nordschleife fahren? Auf der Baustelle. So, auch wo bin dein Auto? Ganz sicher nicht, Herr Terbal. Ganz sicher nicht. Bloß der erste Schritt wäre besser von mir. Der zweite wäre besser bei mir, glaube ich, gewesen, bis du mir reingefahren bist. Man gewöhne dich an, da nicht in die erste Runde reinzubauen. Das wird nichts. Das kannst du. Hab ich ja wohl ja nicht. Ja, das kannst du in der vierten Position vielleicht machen. Mach ich aber auch nicht mit den harten Reifen. Ja? Mach ich aber nicht. Das. Nee. Alpha, ich habe den längsten Namen von uns beiden. Alpha Romeo Orlan. Orlen. Ich weiß nicht, was Orlen für ist. Orlen ist ein Ölkonzern. Wird ja zu Star. Stars auch Orlan. Also, wurde die nicht Die Orlan angegriffen Group. auch letztes Jahr? Oder vorletztes Jahr? Irgendwie In der Referie wurde angegriffen, ja, aber ich glaube nicht von Orlan. Oh, ich weiß es auch nicht. Irgendeine Raffinerie auf jeden Fall. ein Schiff, ah. Hä? Ein Schiff. Mit ein Schiff draufgeworfen. Ein Schiff drauf, Quarry. Oh, du bist halt lustig, Eine Mann. neue. So. Lass uns auch einfach. Könntest du mal machen? Wir trotzdem auf Fahrt starten. Schalte einfach auf rot, 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 weiß. Die Strategie wäre gut. Aber jetzt wird sicher letzter benutzt. Beste Strategie. Das war noch ein bisschen schlechter. Ja.
machst du denn da auch immer mal hin? War Vettel leer gemacht. Oh, nicht schon wieder Vettel. Ah, Vettel war mir so diese Saison ein bisschen kacke. Bei mir auch. Ja, dann starten wir mal neu, Marvin, ne? Noch nicht. Warum noch nicht? Aber bist du kaputt? Ah, du bist kaputt sogar. Ach, du bist schon ausgeschieden, stimmt. Das hab ich vielleicht ein bisschen überlesen. Postwechsel. Der Start war gut, Mann. Drossel, deine Geschwindigkeit, unser Delta. Hat die Session verlassen, so. Kann ich ja jetzt beenden, ne? Ja. Probieren wir es nochmal. Und bitte. Bitte im nächsten Form bitte eine scheiß Neustart ein, ja? Das wäre wirklich super. Wenn ich mir jetzt mal neu laden muss. Klar, können wir natürlich halt Pech gehabt, ne? Und dann hast du halt dreiviertel Stunde vorher die Mühe gegeben. Das ist eine Karriere, ist ja kein Honor-Lobby. Ja. Bei Honor-Lobby, okay, geht's halt nicht anders, aber ist ja mit zwei Leuten nur. Ist kein so großer Aufwand, meiner Meinung, aber ja, darf halt alles kein Geld kosten. Und die Mehrheit stimmt auf Ja oder Nein, keine Anfragen. Ja, die Mehrheit entscheidet halt. Wenn beide halt Nein drücken, Ja und einer Nein, dann ist halt keine Mehrheit. Okay. Ist halt so. Und spielst du meistens die Karriere nicht mit Fremden? Nee, meistens nicht. Meistens nicht. Das ist so nervig, immer neu zu laden, ne? Und die Zeit, ne? Ja, bis jedes Mal ungefähr eine Minute, eineinhalb Minuten, zwei Minuten auf jeden Fall mit beschäftigt, wieder, glaube ich, zu joinen. Und dann, Vielleicht sogar zweieinhalb oder drei Minuten. Session? Zusammen. Trailer. Fehler ist aufgetreten. Hey, kommt das wieder? Ist ein Fehler aufgetreten. Können wir sagen, es ist kaputt, ja. Ich glaube nicht, Mann. So wie einmal. Ich kann auf Start drücken. Entschuldigung, Herr Thierwey. Mit welcher Strecke würdest du auch nochmal noch angehen als allererstes sehen? Ja, statt über Bahrain oder Australien? Anfangsstrecke? Monaco. Erste Strecke in Monaco. Der wäre geil. Ich weiß ja. Die ist noch nicht mal eingefahren, dann wird es für die Unfälle. Wie meinst du eingefahren? Nach die Autos sind immer eingefahren, die wissen nicht, wie die verhalten. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die eine neue Saison. Eine Rennbedingung. So. Machen wir mal so. Dann machen wir so. Einfach geradeaus. Ich wäre lieber Neunter gewesen. Oder Siebter. Ich wäre lieber Dritter gewesen. Oh Gott. Immer schlechter jetzt. Bremst hier auch ganz langsam rein. Habe ich ja nichts von. Du drehst ja. Danke, Max. Ja, Mann, mit drei Leuten ist ja kein Platz. Ich war vorne, Mann. Wo warst du denn vorne? Ich hab dich nicht gesehen. Ist irgendwas kaputt bei mir? Ja. Nein. Du bist doch beschädigt. Schauen wir nochmal neu. Ernsthaft. Ja. Song beenden. Ja. Letztes Mal jetzt. Hoffentlich. Bin so gut gestartet. Vor allem, was sie vom. Ey, Mann, du kannst dich da nicht da in die Kurve mit drei. Das geht nicht mal. Das hab ich ja nicht. Wolltest du aber.
Du hast gesehen, dass ich da. Du hast gesehen, dass du. Dass ich ganz innen bin, man kann sich noch nach innen nochmal ziehen, das geht nicht. Ich war innen. Aber einmal kamst du. Ich war vor dir. Du warst erst außen. Ja, ich weiß. Du warst außen, dann kamst du innen. Ja, richtig. Ich wurde durch Wasser ausgebremst. Dann bleibt der hinter Wasser dann. Nein! Würdest du auch nicht machen. Aber ich kann nicht darauf achten, wenn ich gerade ein Tier holen will und dann du da am Wasser vorbeiziehst. Natürlich kannst du darauf achten, hast du ja gesehen. Gut, dass ich gute Reflexe hab. Marvin, wir spielen kein Farm ist mal, weil wieso scheißegal ist. Du hast aber Kacke gefahren. Nein, bin ich startst nicht. Start einfach mit der Mini und dann hast du noch besser einen Start. Nein! Schlaf hart. Bleib ich weiter drauf. Ich hab so gut gestartet, ne? Ja, das Scuba hat relativ gut geklappt. Eine Verwarnung gekriegt, wegen Berühren. Ach, sag bloß. Eine neue Saison. Saison. Nein, ich will... Nein, bist du bescheuert, Spiel? Habt ihr eigentlich komplett gelitten? Was? Ach so, geht auch. Nein, viel zu viel Sprit dabei. So. So passt. So ist gut. Gut diese. Der war jetzt besser gestartet. Ramm mich ruhig rüber, Leute. Ich hab ja viele Plätze verloren. Ich hab keine vier Plätze verloren. Ich hab drei Plätze verloren, wenn du rechnen kannst. Hamilton hat Plätze verloren, hab ich gesagt. Du hast gesagt, du hast vier Plätze verloren. Ja, Mann, Hamilton, der will Platz haben. Den Platz hast du nicht gelassen. Ja, ich war vorne, Mann. Ja, du mal als vorne siehst, ne? Ich war vor Hamilton! Ich hab Hamilton überholt! Nicht wirklich. Hast ja gesehen, wie er es fand. Oh Gott, was ist denn für mich jetzt hier? Das funktioniert nicht, Marvin. Oh, das funktioniert nicht. Du bist fast reingefahren, ey. Marvin, könntest du mal bitte den überholen, nicht Zeit verlieren? Das wäre super. Ehrlich jetzt. Weil wir halten hier schon Ocon auf. Den wir jetzt da ich überholen. Hab ich also zugemacht. Ich war vorbei gewesen, Mann, da. Mann, ey. Danke, Ocon, fürs halbe Drehen. Verfehlt aggressiv, fahren sie. Ja, du wolltest das Spiel spielen. Ich hab mich gar nicht mehr gewohnt. Jetzt hast du ein Veto. Wenn du denkst, dass du vorbeikommst, versuch es mit der Überholtaste. Ach, sag bloß, Chef. Die Überholtaste. Wir haben Energie und sollten sie nutzen.
DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Meinst du, Sechser? Top 5 Vorteil. Oh, komm schon, verstanden von dem Scheiße. Oh, verstanden. Ja, sie gesagt, so früh wir hier dran vorne anklopfen. Das finde ich jetzt nicht so gut. Jetzt wird es mal ganz schnell am Balkon vorbei. Und dann Marvin. Oh! Das hat ein richtig asozial gekommen, der Tech. Der Unterbau wurde beschädigt. Mach ich zu viel zu Marvin. Ich verstehe nicht. Bitte schön, Max. Ja? Gut, na. Auch so. Damit liegst du einen Platz weiter vorn. Oh, fast hat man drin schon geholt. Ich bin zu langsam, Mann, ne? Man merkt, dass Unterboden beschädigt ist. Macht auch ein bisschen Einfluss, ja. Ich hätte es bitte fast zappen, Mann. Erstmal keine Panik, aber wir haben ein Problem entdeckt. Wir untersuchen es noch. Ich will es nicht ausschalten, Jeff. Da hätte ich keinen Bock drauf. Was? Wir haben ein Problem entdeckt. Mann. Noch bin ich nicht ausgefallen. Doch nicht. Sieht aus, als hätte das EAS einen Softwarefehler. Oh, nee. Was? Ey, ich muss auf jeden Fall stehen bleiben gleich, hundertprozentig. Softwarefehler. Nicht, dass es gelöst werden kann, glaube ich. Was hat er gesagt? Softwarefehler. Bei ihr ist brauchst du bei hier. Ja, doch nicht. Du hast aber schneller als hier. Was ist da? Krücke. Oh, muss er spät bremsen. Nee, nee, Verstappen, du kommst nicht vorbei. Du kommst nicht vorbei. Das sieht auch. Machen wir ein bisschen schneller. Gute Nachrichten, die Fehlfunktion wurde behoben. Geil, die Fehlfunktion wurde behoben, ja, super. Ja. So muss halt auch jetzt hier. Jetzt muss nur Marvin da verschwinden da vorne. Mittelsektor würde ich noch was Schnelles machen. Die Kurve reicht, wenn man. Boah, ich hab kurz gleich fallen hier rein, ey. Da fährt sich kein Unterbodenschaden. Damit wird der kaputt gemacht worden. Verstappen? Das funktioniert nicht. Würde ich gerade auch nicht noch fast überholen, ey. Oh! Könntest du Verstappen schnell überholen, Mann? Nein, der ist weg. Der will ich gleich so easy überholen, Mann. Glaubst du gar nicht. Da wirst du nichts dran machen können. Also wäre es ja komplett zickzack.
nicht mit mir versappen. Lass dich jetzt nicht drehen, ne? Kurz hat er nachgelassen. Aber du hältst so krass auf, ne? Was ich machen, wenn ich Untergrundschaden hab? Hermit hat wieder Hermit das Ring kaputt gemacht. Frage ist in der Box. Spät. 20. Voraussichtlich bis jetzt. Tschüss, Max. Hallo! Wir glauben, der das ist nicht gut, das finde ich gut. Aber es ist nicht so schlimm. Gelbe Flagge. Gelb? Sollen wir mal so unseren Boden beschädigt hat. Irgendwie. Ist hier was letzter? Oh, was hat? Wurde schon. Da war echt krass aufgehalten, okay, vorne. Darf ich nicht bitte nicht reinknallen? Oh, Verstappen, es funktioniert ja nicht außenrum. Oh ja, ich sag das wohl, Max. Ach, sag bloß ich auch. Jetzt schon an die Box? Ja, mit Zoff fahren können. Wenn jetzt an die Box fährt, ey. Das ist eine Büffel, ist das. Science! Hier lag hier vorher nach dem Vollflügeltreffer, hat sich bei Norris. Ja, vielleicht hat er auch einen Vollflügelschaden gehabt. Oder hat eigentlich ziemlich viel Abstand gehabt. Hier kommt noch gut dran. Der Unterboden wurde ein bisschen beschädigt. Sei vorsichtig. Jetzt überholst du mich. Macht Spaß auf jeden Fall. Gemacht, super überholt. Ich hab den noch Platz, das war nicht. Ja, alles gut.
Oh, oh, jetzt bist du vorbei. Austragen, so weit wie möglich. Keine ES hat mir nichts mehr, dann kann man hier nicht überholen. Ich auf den Kopf. Hier ist egal. Jetzt kannst du mich holen. Hast du mich berührt? Ja, ganz leicht. Wichser. War nicht extra. Ich hab schon früher. Ich bin sogar vom Gas gegangen, Marvin. Weil ich wusste, dass wir knapp. Vor dir beträgt 5,2 Sekunden. First up. Das Safety Car ist rausgefahren. Wir müssen langsamer werden. Was ist was? Passiert? Das war heftig. Bist du okay? Das ist auch kaputt. Also mal auszuweichen, ne? Fahren wir mit 50 immer rein wie kaputt. Auch geil. Science. Wie dumm kann man bitte sein? Eine erstaunliche Teamleistung hat hier der Wüste. Du hast dich einfach gedreht. Ich habe einfach gedreht, richtig. Stefan, was haben Sie im heutigen Rennen besser... Ich muss halt ein bisschen abkürzen, sonst wäre es doch nie gegangen. Ich muss lieber auf Nummer sicher gehen. Och, Mann. Wie ist denn erst geil, haben Bugs hier auch noch im Spiel. Warum? Schön hat ja Bottas eine Boxenshop gemacht, finde ich gut. Ja. Ist auch möglich, eine Boxenshop zu machen. Ja. Auf jeden Fall. Ach Mann, ey. Null Boxenshops, ja. Hey, der hat einen Boxenshop gemacht bei mir. Null. Boxenshop. Okay. Außer die kaputt gegangen sind. Ach, sag bloß. Du warst so ärgerlich, dass wir bei der kaputt gegangen sind. Und weil ich bei dir kaputt gegangen bin, Mann. Ich konnte dir gar nicht bremsen, Mann. Du drehst dich, aber nicht nach links oder nach rechts. Einfach, du drehst dich. Max. Puh, komm, warte ich kurz noch, bis ich mich dann drehe. Ein bisschen rückwärts gefahren. Nein! Dann fällt mir der scheiß Science voll in die Fresse da, ey. Da war sogar schon gelb. Ich war 50 km/h oder so. Kann ich nicht durch. Ja, ich war auch 50 km/h. Die ES-Fehlfunktion war bestimmt super ärgerlich. Wir sollten uns auf Upgrades für das Triebwerk konzentrieren. Das war keine leichte Entscheidung, aber du bist gut damit umgegangen. Danke. Wir sollten auf die Schoppelzigkeit gehen, ja. Was ist denn die ES? Kann ich gar nicht verbessern. Aserbaidschan. Das stimmt. Geil. Aserbaidschan. Kann nur besser werden, auf jeden Fall. Nicht. Ist auch so ein Strick, wo man... Die ist geil, ja. Aber... Boah, nichts aus... Die kann man auch kaputt gehen. Kannst du mal hin und machen, Mann? Ja.